So, jetzt haben wir die 50 Zuschauer erreicht. Jetzt haben wir zwei nach halb. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt zu starten. Wow, ich freue mich, dass wirklich so viele Leute jetzt hier zugucken. Das ist wirklich cool, dass das so klappt. Auch für uns zum ersten Mal ist eine digitale Konferenz, bei der wir dabei sind. Ich hoffe, die vielen Zuschauer sind nicht nur wegen meines prominenten Gasts da, Rolf Elgeti, den ich hier ganz herzlich begrüßen darf. Ich hoffe, dass aber auch einige sich für das Thema an sich interessieren. Mein Name ist Nicolas Jacobi. Ich bin der Geschäftsführer und Mitgründer von Immomio. Und ja, darf meinen Gast Rolf Elgeti ganz herzlich begrüßen. Rolf, für die, die dich nicht kennen, magst du dich vielleicht mal selbst vorstellen? Ja, Rolf Elgeti, ich bin Gründer und persönlich haftender Gesellschafter der Obotritia Capital, KGaA. Wir sind ein Immobilieninvestor im Wesentlichen in Deutschland, haben etwa 3,5 Milliarden Immobilien auf dem eigenen Buch. Wir haben etwas über 60 Startups, die wir investiert haben im Rahmen unseres VC-Buchs. Alles auf der eigenen Bilanz, also wir sind kein Fondsmanager. Wir haben eine eigene kleine Bank. Und ich persönlich habe etwa 20 Jahre Immobilienmarkterfahrung, ein bisschen mehr Kapitalmarkt, und freue mich, hier dabei sein zu dürfen. Verzeihung. Ja, also wen können wir besser als Sparringspartner dabei haben als dich, Rolf. Vielen Dank, dass du dabei bist. Heute soll es ja um das Thema Daten gehen und ganz speziell ja, Daten in der Immobilienwirtschaft. Und was sind eigentlich Daten wert? Und es gibt ja dieses schöne Sprichwort, was wir sicherlich alle kennen. Daten sind das neue Gold, das Gold des 21. Jahrhunderts. Ich persönlich bin da ein bisschen zwiegespalten, finde ich, bei dieser Aussage. Auch wenn es vielleicht der Titel anders vermuten lässt. Sicherlich Daten können ein riesen Mehrwert sein und auch eine Rendite erwirtschaften. Und darauf werde ich auch im Laufe dieses Webinars eingehen. Aber Daten können nicht nur Gold sein. Ich sage mal, Daten können auch so was sein wie Sprengstoff, was man im Keller hat. Wenn man es nicht ordentlich lagert, kann es auch mal hochgehen. Und das haben wir jetzt auch ein paar Mal schon gesehen. Nach Einführung der DSGVO hat es ja auch ein paar schon getroffen, die mit sehr empfindlichen Strafen belegt wurden, weil mit Daten eben nicht gut umgegangen wurde. Deswegen ist es ein sehr zweischneidiges Schwert, das Datenthema. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber kommen wir mal zurück zu dir, Rolf. Du hast ja gerade ganz bescheiden vorgestellt. Du bist ja, hast ja schon gesagt, sehr aktiv auch als Investor in PropTech. Das wissen ja vielleicht viele auch gar nicht so, weil du es ja viel im stillen Kämmerchen machst. Was sind denn so die Geschäftsmodelle bei PropTechs, die es dir angetan haben? Ja, das sind eine Reihe. Also uns interessieren so viele Dinge, die so wirklich ans Herz der Immobilienwirtschaft gehen. Also Dinge, die im Prozess, sei es beim Bau, also bei Herstellung der Immobilien, Dinge einfacher machen, effizienter machen, die Gebäude dadurch im Ergebnis zu einer besseren Qualität führen. Das sind viele so Themen, die uns da interessieren im Bereich alternative Energien, wie die in der Wohnungswirtschaft eingesetzt werden können oder auch in der gewerblichen Nutzung. Das ist ja noch viel weniger beachtet, aber mit wahrscheinlich größerem Potenzial. Das sind eher so Hardware-Themen auch ums Smart Home herum, das Steuern der Geräte, Predictive Maintenance, also dieser ganze Komplex, also der am Gebäude direkt dran hängt, der interessiert uns sehr. Das Zweite, was uns sehr interessiert im Bereich der Immobilienwirtschaft, sind, ich sag mal, so klassische B2B-Themen, die eben das Management der Immobilien einfacher machen. Von der ERP-Software, der Ankopplung von Handwerkern, anderen Dienstleistern, Stakeholdern, die sozusagen auf der B2B-Seite das Management besser machen. Auf der B2C-Seite interessiert uns das nicht ganz so, weil wir da glauben, dass sozusagen die Mehrwerte, die geschaffen werden, sozusagen nicht ausreichen, dass da jemand für zahlt, aber eben auf der Management-Seite. Das heißt, wir wollen in Dinge investieren, die dem Wohnungseigentümer, dem Immobilieneigentümer sozusagen einen Mehrwert bringen und das Management sozusagen verwalten, besser machen, dass er bessere Entscheidungen trifft, dass er schnellere Entscheidungen trifft, dass er sie günstiger trifft, und sowas alles. Und das Dritte und Letzte, was uns auch interessiert in dem Bereich, sind, wie kann ich sozusagen die diversen Transaktionsprozesse am Markt, also Ankauf, Verkauf, aber auch Finanzierung, Fonds, Tokenisierung von Immobilien, was kann man da machen, was kann man da nicht machen? Das ist auch etwas, mit dem wir uns sehr eng beschäftigen. Ja, spannend. Du hast ja jetzt auch von Transaktionsprozessen gesprochen.
da bist du ja nicht nur als PropTech-Kapitalgeber, Investor tätig, sondern warst ja früher auch als Vorstand der THG Immobilien natürlich auch in viele Kauf- und Investitionsentscheidungen sicherlich eingebunden. Wenn du so ein Immobilienprojekt kaufst oder ein Portfolio oder selbst baust, wie gehst du bei solchen Entscheidungen vor? Bist du eher der Typ, der auf sein Bauchgefühl, seine Marktkenntnis sich verlässt oder der analytische, datengetriebene Typ? Ja, also wenn du meine Frau fragen würdest, sie würde sofort eine klare Antwort geben. Wobei ich ihr widersprechen würde, so ganz ohne Bauch geht es doch nicht, aber ich bin tatsächlich sehr datengetrieben. Ich liebe Zahlen. Ich finde, eine gründliche Analyse ist gut. Und gerade so ein, wenn wir über Wohnungswirtschaft reden, das ist ja ein Produkt, man hat immer so das Gefühl, und viele Investoren sagen, sie kaufen nur Sachen, wo man selber drin wohnen würde. Das halte ich für groben Unfug. Man kann ja auch andere Autos bauen, die man selber nicht fährt und so weiter. Also wir schauen uns Daten an. Wir schauen uns die gesamte Klaviatur an, sozioökonomischen Daten, demografischen Daten an. Das ist und fokussieren eigentlich so sehr drauf, was ist auch im Preis. Weil ich glaube, dass in München mehr Menschen leben als vielleicht irgendwo im Ruhrgebiet und das Wachstum da besser ist. Das weiß jeder. Aber die Frage ist, wie stark ist das am Ende im Preis diskontiert und ab welchem Differential bei Mietfaktoren oder bei Quadratmeterpreisen ist eben München dann doch nicht mehr attraktiv, obwohl es fundamental besser ist. Also die Analyse, was habe ich und was ist im Preis, das muss gemeinsam erfolgen. Da glaube ich, schauen wir sehr stark auf die Analyse. Und das andere ist sozusagen die Mikrothematik. Auch da bin ich ein großer Freund davon, sehr dezidiert zu analysieren, wo ist die Nachfrage eigentlich wirklich. Es gibt den Wenn wir in der Wohnungswirtschaft schauen, bei Gewerbe ist es nochmal anders, aber wir wollen auf Wohnungen fokussieren, dann haben wir auch so Themen, dass eben bestimmte Wohnungstypen, bestimmte Wohnungsgrößen, bestimmte Zimmeranzahlen, bestimmte qualitative Merkmale, die sind vielleicht angeboten oder undersupplied auf Neudeutsch. Und das muss ich mir genau anschauen. Da gibt es große Verzerrungen an Märkten und da achten wir sehr stark drauf, wo ist die Nachfrage wirklich? Haben die Familien mit Kindern, finden die nicht die Wohnung? Sind das die Singles, von denen immer alle reden? Wie vergleiche ich das mit dem Bestand? Also wirklich so harte Fakten, wo die Nachfrage da ist, relativ zum Angebot. Das ist wichtig und das ist vor allem in den Märkten wichtig, wo die Mieten so niedrig sind, dass der Neubau sich nicht rechnet. Sternchen, Fußnote, das ist fast überall so in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Aber gerade da ist sozusagen die harte so Nachfrage-Nutzeranalyse ist da sehr wichtig für die Investitionsentscheidung, meiner Meinung nach. Lieferst du mir natürlich jetzt eine Steilvorlage, auf das Thema jetzt einzugehen. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich gerne jetzt mit den Zuschauern teilen möchte. Wir werden danach wieder zur Diskussion zurückkommen mit dir, Rolf. Gerne aber auch, wenn Fragen von den Zuschauern bestehen, können Sie die gerne einfach im Chat schreiben. Auf die können wir dann auch, wenn es Zeit zulässt, hinterher eingehen. Ich würde mal meinen Bildschirm teilen und ja, genau auf ja, dieses Thema jetzt eingehen wollen. Was du, Rolf, jetzt auch angesprochen hast, das Thema Nachfrage ist ja ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Wertsteigerung zu erzielen und eben auch die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Und dieses Thema haben wir uns mal genauer angeschaut, was man da eigentlich mit Daten so machen kann. Und ich werde mal einen kurzen Ausflug machen. Sie erlauben mir vorher einmal kurz auch Immomio, das Unternehmen, vorzustellen. Was machen wir eigentlich? Immomio gibt es jetzt seit 5 Jahren. Wir sitzen in Hamburg, sind 25 Mitarbeiter und unsere Vision ist es, ein unbeschwertes und stressfreies Vermietungserlebnis sowohl für Mieter als auch Vermieter zu ermöglichen. Das haben wir schon, glaube ich, relativ weit geschafft. Unsere Kunden verwalten über 500.000 Wohnungen. Unsere Kunden sind quer durch die deutsche Wohnungswirtschaft von großen kommunalen Wohnungsunternehmen über private Wohnungsunternehmen, auch viele Genossenschaften, auch Verwalter sind unsere Kunden. Das heißt, ein sehr breites Anbieterportfolio haben wir, die unsere Plattform nutzen, um ihre komplette Vermietung zu digitalisieren. Und wie sieht das Ganze aus? Das kann man vielleicht am besten an diesem Schaubild verstehen. Immomio ist eine Plattform,
die alle Mieteinteraktionen im Lebenszyklus einer Wohnung digitalisiert. Das fängt natürlich an, wenn eine Wohnung baut, sie neu gebaut wurde und vermarktet werden soll, genauso auch bei der Wiedervermietung. Das heißt, über unsere Vermietungsplattform können unsere Kunden den gesamten Vermietungsprozess komplett digital machen. Das heißt, ohne eine E-Mail zu schreiben, ohne irgendwie in eine analoge Kommunikation zu gehen, bilden wir den gesamten Prozess von Veröffentlichung des Objekts über Anfragen verwalten, über Besichtigungsterminplanung, Selbstauskünfte und dann am Ende auch digitale Signaturen dem Prozess ab und erwirtschaften natürlich auch in diesem Prozess viele, viele Daten. In der Mitte sehen wir dieses Thema digitale Signatur. Wir haben die erste rechtssichere digitale Mietvertragssignatur Anfang des Jahres auf den Markt gebracht, die dazu genutzt wird, um die Mietverträge zu schreiben, aber auch im weiteren Lebenszyklus andere Vertragstypen über unsere Plattform signieren lässt. Wenn wir dann weitergehen, sind wir im Bereich des Umzugs. Wir unterstützen dann auch die Mieter dabei, einen möglichst stressfreien Umzug zu haben. Wir haben einen Umzugsratgeber und eine Plattform, über die sie verschiedene Dienstleistungen dann für ihre neue Wohnung den Umzug beziehen können. Und dann kooperieren wir auch mit zahlreichen Mieterportalen, dann ein ganz nahtloses Onboarding quasi in das Mieterportal, die Mieter-App des Wohnungsunternehmens zu ermöglichen, sodass ich wirklich einen komplett digitalen Workflow habe in den gesamten Zyklus. Das ist Immomio, was wir anbieten und unsere Kunden, und das hat ja auch Rolf jetzt eben gesagt, das Thema Neubau ist ja auch ein Thema, was in den letzten Jahren extrem aufgekommen ist, auch politisch sehr stark getrieben wird und auch getrieben werden muss. Das sehen wir auch bei unseren Kunden, es wird immer mehr neu gebaut und da kamen unsere Kunden, kommen auch immer häufiger auf uns zu und fragen uns, könnt ihr uns nicht auch helfen mit den Daten, die ihr habt, hier noch mehr unser Wissen zu stärken, denn wir haben natürlich ein Reporting-Tool, unsere Kunden können genau analysieren, was in ihrem eigenen Bestand passiert. Aber sie interessiert natürlich auch, was passiert denn im Bestand rechts und links neben mir. Ja, und was ist vielleicht in dem Viertel los, wo ich noch gar keine Erfahrungswerte habe. Und da sind sie natürlich interessiert, herauszufinden, einfach noch tieferes Verständnis für den Markt und für den Bedarf, den ich eben baue, eben herauszufinden. Und das haben wir jetzt vor einigen Wochen zum Anlass genommen, haben es eine Uni zusammengeschlossen und gesagt, lass uns doch mal wirklich versuchen, die Daten, die wir in diesem ganzen Vermietungsprozess erzielen, zu nutzen, um Aussagen treffen zu können, wie denn wirklich die Nachfrage im jeweiligen Standort aussieht. Und da haben wir gemeinsam mit einer Uni jetzt ein Projekt gestartet und auch jetzt anhand eines Kundenbeispiels schon mal verprobt, wie das Ganze dann aussehen kann. Und die Ergebnisse waren wirklich total überraschend für uns wie auch für den Kunden. Und das Beispiel zeige ich Ihnen jetzt mal hier. Wir hatten hier einen Kunden oder haben einen Kunden, der ein Projekt gebaut hat. Das ist immer noch in der Vermietung. Stand jetzt haben wir so einen Vermietungsstand von etwa 75%. Ja, das waren 143 Wohneinheiten in Hannover, Südstadt, also eigentlich ein sehr guter nachgefragter Standort. Aber nach 3 Monaten, nach Fertigstellung, ist erst 75% des Objekts vermietet. Der Wohnungsmix ist relativ groß. Das heißt, wir haben gar keine kleinen Apartments. Wir haben vor allem 3-Zimmer-Wohnungen und auch dann auch viele größere Wohnungen. Warum? Das sehen wir auch gleich, warum dieser Wohnungsmix dort vorherrscht. Und das Problem sehen wir auch anhand dieses Beispiels ganz gut. Das Problem sind gerade die großen Wohnungen, das sind Ladenhüter. Die gehen ganz, ganz schwer weg, die 4- und 5-Zimmer-Wohnungen und sorgen dafür eben, dass ein großer Teil der Mieteinnahmen eben noch nicht realisiert werden kann. Das ist die Mietpreisstruktur. Das heißt, die 3-Zimmer-Wohnungen sind die teuersten Wohnungen, die 2-Zimmer-Wohnungen die günstigsten und aber auch die 4- und 5-Zimmer-Wohnungen sind relativ teuer für Hannover Verhältnisse, aber dennoch an dem Markt kann man die schon noch losbekommen. Und wenn wir uns das mal anschauen, was bedeutet das für unseren Kunden aktuell? Der macht jetzt pro Monat knapp 50.000 Euro Leerstandsverlust. Das sind 30% der Mieteinnahmen, der monatlichen Mieteinnahmen, die aktuell flöten gehen. Die waren natürlich in den Monaten davor noch höher, werden langsam abgebaut. Aber da sehen Sie schon, dass ein substanzieller Teil von der Mieteinnahmen, der aktuell fehlt. Wir haben es dann von den Kunden auch mal zeigen lassen, wie denn diese Standortanalyse dort gemacht wurde. Wie ist eigentlich die Entscheidung getroffen worden, sowohl für die Preise als auch für den Wohnungsmix. Und da haben wir Folgendes erfahren. Ich gehe jetzt nur auf 2 Faktoren ein, aufgrund der beschränkten Zeit. Einerseits der Preis. Beim Preis nimmt man Folgendes. Man nimmt sich Datenpunkte, die man auf den Portalen finden kann. Das heißt, ich nehme jetzt für diesen Standort, für Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, gucke ich mir eben an, zu welchen Preisen werden Wohnungen angeboten. Da entsteht dann schon ein kleiner Fehler oder sagen wir eine Verzerrung. Wenn wir uns anschauen,
die Wohnung unserer Kunden, die Neubau vermarktet werden, da werden etwa 70 bis 80% niemals auf einem Portal veröffentlicht. Die gehen auf die Projektseite, da werden Bewerbungsleute drauf, die werden vermietet. Der Markt erfährt quasi niemals davon, wenn man Immobilienportal wie Immobilien-Scout als Markt bezeichnen würde. Die Wohnungen, die am Ende nicht gut weggehen, die Ladenhüter, die wir gerade gesehen haben, die gehen auf die Portale. Das sorgt natürlich dafür, wenn ich mir jetzt diese Datenpunkte von Portalen nehme und das als Referenzwerte nehme, eine gewisse Verzerrung entsteht, denn gerade die Wohnungen, die schlecht vermarktbar sind, eben dann dazu beitragen. Das erste Thema, wie kommen wir zu dem Preis? Und dann ist das zweite Thema, wie kam der Kunde zu der Entscheidung, so viel große Wohnungen zu bauen? Und zwar wurde Folgendes getan. Eine Gesellschaft, die sich damit beschäftigt hat, diese Nachfrage und diese Standardlösung zu machen, hat gesagt, okay, wir gucken uns das Quartier an und sehen hier, dass in dem Quartier vor allem Familienleben im Alter zwischen 30 und 50 Jahre, also hier diese beiden Balken, und hat gesagt, das ist ein Viertel, wo eben viele Familien wohnen und eben auch über längere Zeitraum, ja, also auch noch in einem höheren Familienalter leben dort die Familien. Und das führte eben zu der Annahme, dass es sinnvoll ist, Wohnungen zu bauen, die größer sind. Das Zweite, was man dann gemacht hat, man hat sich das Quartier angeschaut und hat gesagt, gut, wie ist das Haushaltseinkommen der Haushalte, die in diesem Quartier leben, hat dann die Preispunkte genommen, die man sich kalkuliert hat, multipliziert mit den Wohnungsgrößen, was eben dann den Preis der Wohnung ergab, und hat dann geschaut, wenn man mal davon ausgeht, dass maximal ein Drittel des Nettoeinkommens bezahlt werden sollte für eine Wohnung, wie viel der Nachfrage können wir erreichen? So. Und all diese Punkte, wie Sie hier sehen können, wurden anhand von Daten des Status quo aus dem aktuellen Quartier genommen. Nun sage ich, das Quartier, wie aktuell die Struktur dort aussieht, sagt nichts darüber aus, wie die Nachfrage aussieht. Denn nehmen wir mal Beispiel, die Leute, die seit 30 Jahren in Kreuzberg wohnen, ich glaube, das sind nicht die, die aktuell dort die Wohnung suchen. Die sieht die Struktur sehr, sehr anders aus. Das ist natürlich ein sehr, sehr spezielles Beispiel, aber ich glaube, auch jedes Viertel ist einem gewissen Wandel unterworfen und die Bewohnerstruktur spiegelt nicht die Nachfragestruktur wider. Und das ist das, was wir versucht haben herauszufinden. Wie sieht wirklich die aktuelle Echtzeitnachfrage aus? Und dann haben wir mal unsere Daten reingeschaut und wir haben mal ein paar spannende Informationen mal rausgesucht. Erstmal der Familienstand der Bewerber. Die Hypothese war ja, es sind viele Familien im Alter zwischen 30 und 50, die dort wohnen. Wir haben gesehen, dass Familien zwar einen beträchtlichen Teil ausmachen, 17%, aber über 75% der Bewerber, die sich in diesem Viertel aktuell bewerben, haben gar nicht mal Kinder. Das sind Singles oder Paare ohne Kinder oder WGs. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, was für Berufe haben, die sehen wir, dass ein genauso großer Teil wie Familien sind, auch Studenten sind. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und schauen, wie alt sind denn die Leute, dann sehen wir hier, dass fast die Hälfte aller Bewerber unter 30 sind. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz starke junge Nachfrage, junge Studenten oder junge, frisch Erwerbstätige, die alleinstehend oder als Paare irgendwo einziehen. Und die werden sich keine 4 oder 5 Zimmerwohnungen leisten können zu einem durchaus gehobenen Mietpreis in Hannover. Und das spiegelt sich dann eben in der durchschnittlichen Nachfrage wieder. Das heißt, wir sehen hier die durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen pro Zimmerkategorie. Und wir sehen ja ein ganz klares Gefälle von 1 zu 5 Zimmern. Das heißt, über 150 Bewerbungen haben wir auf Einzimmerwohnungen. Das ist eine riesige Nachfrage. Selbst für Hannover, was wirklich ein Standort ist, der sehr, sehr am Kommen ist, ist das eine Nachfrage, die schon wirklich gut ist. Und je größer die Wohnung wird, je weniger Bewerbung bekomme ich im Durchschnitt. Noch spannender ist für mich gewesen diese Grafik. Die zeigt uns, wie viel der Nachfrage erreiche ich zum jeweiligen Mietpreis. Das heißt, die durchschnittlichen Bewerbungen bei dem jeweiligen Preispunkt. Und wir sehen hier die Kleinwohnungen, das sind die beiden blauen Linien, ein Zweizimmer, die liegen oberhalb der größeren Wohnung. Das bedeutet, und das zeigen hier diese Kreise, ich kann erreichen, auch mit einem höheren Mietpreis, noch den gleichen Teil der Nachfrage, wo ich bei den größeren Wohnungen schon einen niedrigen Mietpreis geben muss, um eine ähnliche Nachfrage zu erreichen. Das heißt, für kleine Wohnungen kann ich tatsächlich ein Premium verlangen und nicht für die großen Wohnungen. Und so haben die Kunden einmal
den Wohnungsmix und die Preisstruktur neu kalkuliert. Wir haben gesagt, wir brauchen noch Einzimmerwohnungen und können hier einen durchaus hohen Mietpreis nehmen von 12,50 Euro. Die Zweizimmerwohnung können wir auch teurer vermarkten für 12 Euro. Also wir haben tatsächlich den Preis auch noch optimiert. Vorher waren das 11,70 Euro. Und der Wohnungsmix würde wie folgt aussehen. Deutlich mehr kleine Wohnungen, deutlich mehr Zweizimmerwohnungen, aber auch Einzimmerwohnungen. Weniger große 3, 4, 5 Zimmerwohnungen. Und das Ganze führt dann dazu, wenn man das ganz konservativ rechnet, dass wir heute nach 3 Monaten nicht mehr 30% Leerstandsverlust hätten, sondern nur noch 12% Leerstandsverlust. Und wenn wir das Ganze mal jetzt über den kompletten Erstvermarktungszeitraum sehen, dann kann man davon ausgehen, dass wir eine Renditesteigerung für das erste Jahr von 9% schaffen. Nur indem wir einen besseren Nachfragemix haben. Und da schließt jetzt der Kreis zu meiner Eingangshypothese, was sind Daten eigentlich wert und können die Rendite erwirtschaften? Und hier sehen wir ganz klar, bessere Daten, bessere Entscheidungsgrundlage führt dazu, eine sehr beträchtliche Rendite. Ich weiß nicht, wo man heute noch 9% Rendite mal so einfach bekommen kann. Aber das ist natürlich in vielen Punkten sehr, sehr vereinfachte Betrachtungsweise. Aber glaube ich, zeigt ganz gut, welche Wertdaten auch wirklich haben können. Wir mit Immomio sind gerade ganz am Anfang bei diesem Thema. Wir haben jetzt die ersten kleinen Projekte gemacht und sind ja auch mit weiteren Kooperationspartnern unterwegs, um auch diese Daten noch weiter anzureichern, um daraus auch ein eigenes Produkt zu machen, was wir Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stellen wollen, sodass unsere Kunden noch bessere Marktkenntnisse haben und noch bessere Entscheidungen treffen können. So viel erstmal zu diesem kleinen Exkurs. Jetzt würde ich gerne zurückkommen, Rolf, zu dir. Und wir haben ja gerade gesehen, dass man mit Daten bessere Entscheidungen treffen kann. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, hast du eigentlich mal so richtig daneben gegriffen? Und wo du sagst, hättest du bessere Daten gehabt, hättest du hinterher eine bessere Entscheidung getroffen? Das mag unglaubwürdig klingen, aber tatsächlich ist das noch nicht passiert. Klingt ja seltsam, aber wir haben, ich komme gleich zu dem Beispiel, wo es doch dann passiert ist, aber wir sind sehr, sehr konservative Anleger. Das heißt, bevor wir was Neues bauen, da muss schon sehr, sehr viel passieren. Bei Bestandsobjekten haben wir noch nicht daneben gegriffen im Ankauf. Wir haben bei sehr wenig Neubau gemacht und wir haben uns, ich bin schon länger unterwegs als du, und ohne diese Daten haben wir uns eigentlich immer nur so geholfen, dass wir nur da neu gebaut haben, wo wir Bestand haben und quasi aus den eigenen live erlebten Nachfragen aus dem Bestand und aus der Anfrage eben sehen können, was los ist. Auch trotzdem passieren skurrile Dinge und ich glaube, der Punkt ist, es sind ja nicht die besten oder schlechten Daten, sondern es ist ja auch, auf welche Daten schaue ich? Und das ist ja in dem Beispiel, was du jetzt eben erzählt hast, das ist ja, die Daten waren ja per se von euch nicht besser als die von dem Vorgänger, sondern der Ansatz war einfach intelligenter. Er hat auf den falschen Markt geguckt. Und das ist eben genau, wie du sagst, dass die Leute, die dahin ziehen jetzt, die kommen ja nicht zwingend aus dem Quartier an sich, sondern es ist eher die Ausnahme, wenn man immer innerhalb des Quartiers ist. Und das ist eigentlich ein triviales Faktum, aber wird wenig beachtet. Dann ist eben die Frage, worauf schaut man? Und gerade so in Speckgürteln und so weiter ist das dann noch viel schwieriger, weil der jetzt aus Kreuzberg auszieht, der zieht vielleicht ganz aus Berlin raus und der da hinzieht, der kommt nicht mal aus einem anderen Teil von Berlin, sondern der kommt aus einem anderen Teil von Deutschland oder der Welt in dem Fall sogar. Aber wir, um mal so ein Beispiel zu nehmen, also wir haben mal einen Neubau hingestellt, komplett altersgerecht, alles mit Fahrstuhl und keine Schwellen und teilweise rollstuhlgerecht, weil wir die Nachfrage dafür gesehen haben. Ob das richtig oder falsch war, haben wir nie erfahren, weil als das Ding fertig war, haben wir das komplett an junge Leute vermietet, die einfach das Premium bezahlt haben dafür, dass sie einen Fahrstuhl hatten, auch ins erste OG, wo man als konservativer Mensch denkt, was macht ihr eigentlich? Wahrscheinlich zahlen sie gleichzeitig noch einen teuren Fitnessclub, damit wahrscheinlich die Treppe hochzugehen und so. Aber das ist immer so, das kommt dann manchmal anders. Also in dem Fall haben wir daneben gegriffen, aber auf eine positive Art und Weise. Aber der Wohnungsmarkt ist halt größer und anders, als man denkt in der lokalen Betrachtungsweise manchmal. Ja, lustiges Beispiel. Wie würdest du generell die Immobilienbranche, aber speziell die Wohnungswirtschaft aufgestellt sehen zum Stichwort Daten? Also wie gut werden aktuell Daten verwertet? Wie wichtig ist es vielleicht auch oder vielleicht auch wie nicht unwichtig ist es, diese Daten zu nutzen?
Also da können wir jetzt eine ganz, ganz lange Antwort drauf geben. Ich glaube, die verkürzte Antwort wäre, die Wohnungswirtschaft ist da noch sehr, sehr weit hinterher, was sozusagen das Generieren von Daten angeht, bisschen zur Art und Weise, wie die gelagert, geschweige denn genutzt werden. Und das Problem ist so ein bisschen der Wohnungsmarkt an sich. Das ist, als Vermieter hat man eigentlich das Thema, entweder läuft der Markt sowieso, da muss ich mir keine Mühe geben, habe trotzdem die Vollvermietung und die Mieten, die jetzt ja auch noch politisch gedeckelt werden. Das heißt, wenn ich jetzt besser bin durch meine Daten, habe ich da gar nichts von, weil ich sowieso oben an den Deckel anstoße. Und wenn ich in schwierigen Wohnungsmärkten bin, helfen mir dann die Daten ja möglicherweise. Das Problem ist nur, dass derjenige, der in solchen Wohnungsmärkten agiert, dafür oft gar keine Vorstellungskraft hat, wie ihm Daten helfen können. Also das haben wir bei der TRG zum Beispiel oft in schwierigen Märkten gemerkt, dass man eben mit wirklich dem leichten Einsatz von Daten, gerade so Nachfrageanalysen, fundamentale Verbesserungen im Teilmarkt erzielen kann. Der Klassiker sind die Drei-Zimmer-Wohnungen, die eigentlich sozusagen das unpopulärste Segment eigentlich heutzutage sind, aber in vielen Wohnungsbeständen das häufigste Segment. Und in manchen, in den meisten Lagen braucht man kleinere Wohnungen. Aber es gibt eben auch welche, wo größere Wohnungen nachgefragt werden. Aber die Dreizimmerwohnung braucht man normalerweise gar nicht, weil das Klientel für die Dreizimmerwohnung heute viel geringer ist als vor 2 Generationen und auch vor einer Generation. Insofern, da ist sehr, sehr viel zu tun für die Branche. Ich glaube, eine große Herausforderung liegt auch darin, dass derjenige, der sozusagen von den Daten profitiert, ist nicht unbedingt der das Geld dafür ausgegeben hat. Weil sozusagen, wenn der Vermieter ein besseres Erlebnis hat, was durch den Einsatz von Daten passiert ist, wie zum Beispiel eine bessere Steuerung der Energiepolitik, da bräuchte ich jetzt ein ganzes Quartier, um das zu machen. Aber wenn ich so Smart City im Kleinen denke für einen Wohnungsbestand, würde der Eigentümer sehr viel Geld ausgeben und der Vermieter würde die Benefits davon haben. Und ist er bereit, dafür zu zahlen? Wahrscheinlich nicht, weil er sowieso schon oben am Deckel der gesetzlichen Mieten angekommen ist. Ich glaube, das bremst viele dieser Themen. Aber ich sage mal trotzdem gleich bei der Ausgangsthese, die Ausgangsbasis, wie Daten genutzt werden in der Wohnungswirtschaft, ist so niedrig, dass da auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial besteht. Bei Potenzialen bleiben. Du bist ein absoluter Experte, was PropTech angeht. Wir sind eine PropTech-Veranstaltung hier. Was ist für dich so der heißeste Trend gerade? Im PropTech-Bereich meinst Ja. du? Ich glaube, da gibt's viele Sachen. Das eine ist, das geht in die Richtung, was ihr macht, sozusagen alles Daten, Mieter, Nutzerdaten mal allgemein. Da ist eben die Herausforderung, wie kann ich sozusagen diese Masse, und wir reden ja von Millionen Datensätzen, wie kann ich sie generieren und dann vernünftig auswerten? Da gibt es viele Ansätze und da hat noch keiner so richtig den heiligen Gral gefunden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Stream, der hochinteressant ist. Das zweite ist in meinen Augen so alles, was mit der Gebäudeenergieeffizienz zusammenhängt, also Steuerung, das geht über die Smart Meter und deren Einbindung in Smart Home Konzept, alternative Energien, Steuerung, Mieterstrom, Nahstromnetze kombiniert mit alternativen Energien, welchen wahrscheinlich ein Mix. Da schrauben sehr viele an der Oberfläche rum und es ist völlig klar, der Elefant ist im Raum, dass da was zu machen ist, und die Ineffizienzen sind gigantisch. Aber was genau das Richtige da ist, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Und ich glaube, da wird derjenige gewinnen, dem es gelingt, das alles sozusagen mit einer intelligenten Steuerung, sprich auch einer intelligenten Software zu kombinieren, unter dem jeweiligen Einsatz der jeweils besten Hardware. Und das zu kombinieren, ist sehr, sehr schwer. Aber das halte ich für einen sehr, sehr heißen Trend. Und das Dritte wäre meines Erachtens, glaube ich, noch so im Transaktionsbereich sehr viel, Stichwort Tokenisierung der Immobilien. Da bin ich so mit angezogener Handbremse optimistisch auf das Thema. Ich glaube, da wird auch viel neben der Piste gefahren. Das muss man sich mal angucken. Aber es sind so die drei Themen, die ich eigentlich so als am heißesten beobachte im Moment. Und die Gegenfrage, was ist überschätzt? Welcher Trend wird überschätzt? Also ich glaube, überschätzt wird auf der Transaktionsseite alles, was so mit Fremdkapital zu tun hat. Ich glaube, der ökonomische Nutzen für sozusagen, der auf einer Plattform entsteht, die Fremdkapital vermittelt. Und damit meine ich also Dinge, die wie Fremdkapital aussehen und Fremdkapital, inklusive Nachrang, Mezzanin, Hybridkapital und so weiter. Ich glaube, da wird es große adverse Selektionen geben, dass die
Eigentümer, Entwickler, die jetzt schon Kapitalzugriff haben, die haben keinen Bedarf, darauf zu gehen, auf solche Plattformen. Und die das machen, das sind vielleicht nicht die, in die man unbedingt investieren muss. Also eine große Herausforderung für die Plattform, da auszusieben. Wenn das gelingt, ist alles in Ordnung. Aber meine Prognose ist, das wird nicht jedem gelingen. Also das halte ich für überbewertet. Das Zweite, was ich auch für so ein bisschen überbewertet halte, ist alles, was versucht sozusagen dem, also Stichwort Wohnungswirtschaft wieder, dem Mieter Vorteile zu verschaffen über Modelle, die am Vermieter vorbeigehen. Also da gibt es ja viele Ideen über Mieter-Apps und alle möglichen Themen. Und solche Dinge wurden uns schon oft vorgestellt. Und ich sage immer wieder, vielleicht bin ich dazu naiv, aber ich halte es für völlig naiv, romantisch zu glauben, dass die großen Vermieter die Hoheit über ihre Daten und die Prozesse und Kommunikationskanäle mit ihren Mietern hergeben werden. Das heißt, wenn ich hier als PropTech von profitieren will davon, dann muss ich den Immobilieneigentümern das Handwerkszeug geben, also das Stichwort die Picks and Shuffles liefern, aber nicht sozusagen versuchen, den zu disintermediieren. Das wird er sich nie gefallen lassen. Es sei denn, er ist dumm. Ich meine, die gibt es auch, aber darauf kann man ja kein Geschäftsmodell bauen. Also zu sagen, die Daten holt über die Mieter zu bekommen, das glaube ich, das wird keinem PropTech gelingen am Ende. Ja, sehr spannend. Deine Einsichten zu dem Thema, Rolf. Wir kommen ja auch, wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Aber ich würde mir gerne eine Abschlussfrage stellen, die mich sehr besonders interessiert. Wir wissen ja alle, du bist glühender Hansa Rostock-Fan. Wann sehen wir die Kogge wieder in der ersten Liga? Naja, also die grauen Haare habe ich ja schon. Aber ich habe da nichts dagegen, mal gucken. Ne? Also das wäre eine unseriöse Prognose. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Als Hamburger weißt du ja, man kann ja, Bundesliga wird überschätzt, also insofern. Das stimmt. Rolf, vielen, vielen Dank für dieses unterhaltsame Session. Auch vielen Dank allen Zuschauern, die da teilgenommen haben. Ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben über die Talk-Plattform oder an enjakobi@immomio.de, falls ihr an dem Thema interessiert seid. Und ich wünsche euch allen noch eine gute Veranstaltung und noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.